Der schwarze Gefangene Lebrun wartet auf der Teufelsinsel auf seine Hinrichtung durch die Guillotine. Die Armeen Frankreichs und seine Alliierten haben den Sieg errungen. Es wurde ein Waffenstillstand geschlossen. Der Staatspräsident hat durch den Justizminister für alle zum Tode Verurteilten eine Generalamnestie erlassen. Ihr Urteil ist in eine lebenslängliche Haftstrafe umgewandelt worden. Du Schwein, du! Du unmenschlicher Schweinehund, du! Die Flucht von dem Eiland ist seine einzige Chance zu überleben. Der Mann, von dem ich spreche, den interessiert nur eins. Die Flucht. Von der Teufelsinsel ist noch nie jemand geflohen. Als ihn sein Zellengenosse Davert gerade noch vom Mord an einem Wärter abhalten kann, weiht ihn Lebrun in seinen Fluchtplan ein. Ein prominent besetzter Gefängnisklassiker von William Whitney im Stil von Gesprengte Ketten und Papillon. Meuterei auf der Todesinsel.